So, letztes Mal hatten wir es ja schon mit 4 Piraten jetzt zu tun. Und jede Menge Türen, die wir noch nicht geöffnet haben. Und überall Fallen. Ich hätte wohl die Kristallkugel doch nicht wegschmeißen müssen. Jelen hatte ja damals schon so ein flaues Gefühl im Magen. Aber na gut, können wir jetzt nicht mehr ändern. Schleichen wir uns einfach Schritt für Schritt weiter vor. Oh. Das ist jetzt doch ein wenig komisch. Geht aber nirgendwo weiter. Vielleicht nur, um Eindringliche hierher zu bringen, um ihn an den Weg abzuschneiden? Oder es hat doch irgendwas mit den Statuen zu tun. Ah, zurück zum Spiel. Ich wollte eigentlich die Karte haben. So, die Wände haben wir alle überprüft. Dann müssen wir jetzt wohl die alle auch überprüfen. Oder wir gehen erstmal einfach in die Türen rein. Da war die Falle mit der Säge. Also mit diesem Disk. Aber da können wir auf jeden Fall schon mal hin. So. Unterwegs war, glaube ich, nichts. Nee. So, Tür öffnen. Tür öffnen. So. Drei Piraten kommen auf euch zu. Einer der drei, der mit der imposantesten Gestalt, scheint der Anführer zu sein. Hier ist euer Weg endgültig zu Ende, ihr Diebe. Uns bestiehlt niemand ungestraft und ihr am allerwenigsten. Er beschimpft uns als Diebe. Na gut, dann komm mal her. Du wartest erstmal ab. Du schießt auf den. Du fängst den ab. Du... Ah, Geruban steht ungünstig. Du stellst dich erstmal dahin. Oh, der hat einen Namen. Wie heißt du denn? Du heißt Estorik. Du greifst da an. So weit, so gut. Wenn Gerugon dran ist, sollte er mal weiterrücken, damit wir Platz für die Fernkämpfer machen können. Du kannst da einfach draufhauen, das ist kein Problem. Oh, ein sehr schöner Treffer. Angriff. So. Du stellst dich schon mal da hin. Du machst einen Schritt vor, um Gwendolyn eventuell durchzulassen, falls sie doch auf die andere Seite will. Du schießt weiter auf den, damit wir erstmal das Kleinvieh loswerden können und uns dann auf den Estorik konzentrieren. Er wird doch ein wenig aufdringlich, der Pirat da. Ja, okay. Dann lenk halt den Piraten ab. So, alte Option. Na, der hat jetzt schon gut was abbekommen, der hier vor Tirik. Eventuell flieht er gleich. Und dann kann Talana mit dem Stab ihn ein Bein stellen. Da lauert sie schon. Ah, der hat echt nicht mehr viel. Aber es sind die Leibwachen von dem Anführer. Das heißt, die könnten ein bisschen zäher sein, wollte ich gerade sagen. Anscheinend der aber nicht. So, du bleibst da. Komm schon. Wirklich sehr zäh, der eine. So, du stellst dich dahin, schießt ihm in die Seite. Du ja, haust erstmal drauf. Anscheinend brauchen wir selbst hier keine Magie zu benutzen. So, das war's auch mit dem Handlanger. Komm her, Estorik. Ist zwar nicht besonders fair, aber wir hauen jetzt zu viert auf dich ein. Oder schießen auf dich ein. Auch wenn die Elfen jetzt prädestiniert dazu sind, sich gegenseitig zu treffen. Aber das geht hier ja nicht. Im Pen and Paper habe ich sowas schon ein, zweimal gesehen. Worüber sich die Spieler natürlich dann köstlich amüsiert haben. Auch wenn es ihre eigenen Charaktere sind, aber über sowas muss man stehen. Also, alte Option. Ich mache jetzt einfach mal Computerkampf und guck, ob die Elfen weiter schießen oder ob die in Nahkampf gehen. Oh, so viel dazu. Wir haben einen Schneidzahn, zwei Skraja, eine Orknase und noch mehr Schneidzähne. Schneidzähne sind die Wurfwaffen.
Nehmen wir mal einen mit. Einfach nur, um euch zu zeigen, wie die aussehen. Die Skraja waren wahrscheinlich von den beiden Handlangern. Sind also uninteressant, aber die Orknase gucken wir uns mal an. So, Rest bleibt hier. 42 Abenteuerpunkte, keine Dukaten. Okay. Also, das ist der Schneidzahn. Den könnten wir... Nee, Talana will das nicht. Könnten wir Gwendolyn geben, aber Gwendolyn ist zu oft im Nahkampf. So, hier haben wir die Orknase des Anführers. Die würde ich eigentlich ganz gerne kurz Talana geben, aber es passt vom Gewicht nicht. Dann tauschen wir mal den Dolch gegen die Orknase. Machen jetzt Hellsicht oder Makanum auf Orknase. Die Orknase ist nicht magisch. Schade. Na gut. Derek hat noch eine in Ersatz. Also braucht er keine dritte. Das heißt, die kann verkauft werden. Bewegungspunkte sind bei Gwendolyn recht mau. Immer noch mau. Das wird nicht hinhauen. Nee. Immer dieses Micromanagement. So, jetzt passt es. Sehr schön. Dann hoffen wir doch mal, dass der Schatz jetzt da drin ist. Ihr habt endlich den berühmten Daspota-Schatz gefunden. Ein ganzer Haufen schillernder Goldstücke, Geschmeide und anderes Kleinzeug, das die Piraten von Daspota zusammengeplündert haben, liegt vor euch. Das Geld in Höhe von 500 Dukaten schon wieder? Steckt ihr natürlich sofort ein, bevor ihr euch über den Rest hermacht. Wir haben ein Kettenhemd, Goldschmuck, starker Heiltrank, starker Zaubertrank. Wollt ihr etwas wegwerfen? Ja, Gwendolyn wirft weg. Die Lederharnisch. Ja. Zaubertrank stark. Körperkraft-Elixier und Kettenhemd. Das Kettenhemd gucke ich mir nochmal an. Besser gesagt, guckt sich Talana mal an. Zu schwer. Vielleicht sollten wir erstmal in eine Stadt. Und da das Ganze ausprobieren. Aber ich bin zu neugierig. So, 1023. Ja, du kannst auch noch was tauschen. So, jetzt vielleicht das Kettenhemd. Ach nee, sie hat nur 96 Unzen, die sie mehr tragen kann. Du bist schon überladen. Du kannst noch 70. Nee, das wird so nix. Na gut. Jetzt haben wir den Daspota-Schatz gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Bleiben aber noch die beiden Räume hier. Die wollen wir uns auch nicht entgehen lassen. Erstmal müssen wir jetzt wieder über diese komische Falle hier rüber. Plötzlich kommt mit lautem Kreischen eine große blitzende Scheibe aus der Decke und fährt auf Gwendolyn nieder. Sie kann sich gerade noch zur Seite werfen. Ja, gut, dass sie so gelenkig ist. Was haben wir hier? Misslung. Was ist das denn für ein komisches Schloss? Und zwei Piraten. Wir haben gerade euren Anführer umgebracht. Wollt ihr nicht lieber fliehen oder so? Ja, oder die Jungs denken sich, wenn wir die jetzt umbringen, haben wir den Schatz ganz für uns alleine. Und müssen nicht mehr mit dem Anführer teilen. Das könnte natürlich auch sein. Aber daraus wird nichts. Das tut mir ja fast schon leid. Naja, nicht wirklich. Oh, 10 Trefferpunkte auf Talana. Da muss ich mal kurz unterbrechen. Angriff. Talana muss da ganz schnell weg. Du bist total überladen, kannst gar nichts machen. Oh. Du bringst ihn mal ganz schnell um. Ja, oder auch nicht. So. Du hast die falsche Waffe in der Hand. So, ist ja schon mal abgelenkt, das ist gut. Haust da auch drauf. Endlich Talana. Weg mit dir. So, du bewegst dich mal weg, um Platz zu machen. Du huscht in die Lücke rein.
Position. Und du gehst mal dahin. Du läufst weiter weg. Jetzt. Ja, du bist ja schon wieder dran. So, jetzt können wir Computerkampf machen. Sehr schön. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben einen ganzen Schatz dabei. Und Talana. Was haben wir hier? Expo gekommen. Hier haben wir starken Heiltrank. Starker Heiltrank. Nein, brauchen wir nicht. Einbeeren. Ganz viele Einbeeren. Dafür haben wir sie schließlich gekauft. Oh, und gleich 5. So kann das ruhig weitergehen. Wieder 5. 3. Da fehlen nicht mehr viele. 25 von 27. Tolle Sache. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, noch eine Schatztruhe. In dieser Truhe hat es nur einen Berg Bücher. Also, Bücher sind immer toll. Da sollte man nicht nur schreiben. Es handelt sich hierbei um Aufzeichnungen der Beuteeinnahmen von Piraten, die in einem Nest von namens das Poter hausen. Das wissen wir schon. Diese Bücher sind allerdings schon Jahrzehnte alt und damit für euch völlig nutzlos. Na gut. Dann bleibt noch die Tür da oben. Klick. Keine Piraten. Hier ist ein Loch in der Wand. Wollt ihr hineinfassen? Nein. Das wollen wir nicht. Nein, auch hier wollen wir nicht hineinfassen. Wir haben genug von den Löchern hineinfassen. Auch wenn die Heldengruppe davon gar nichts weiß, aber sie haben so ein ungutes Gefühl. Und jallern murmelt wieder irgendwas vor sich hin. So, raus hier. Wir wollen einfach drüber springen. Gerugon ist zu kurz gesprungen. Aua. Gerugon hat es auch noch erwischt. Na gut, dann gab es aber keine Fallen mehr, weil es hier nach oben ging. Obwohl, da ist auch noch ein schwarzes Stück. Guck ich mal ganz kurz die Wand da an. Nee. Na gut. Dann halt nach oben und einmal ganz außen rum. Oder wir nee, komm. Jetzt können wir auch. Ah ja, Gwenna wird von Bolzen getroffen. Oh, wir können gar nicht zurück, stimmt. Da war was. Ah, oh, dann müssen wir ja quasi direkt vor den Eingang teleportieren. Es tut mir ja auch leid und so. Da war nichts mehr. Da könnte zwar noch was sein, aber ich glaube, wir hatten hier schon mal die Wände überprüft. Also, auf zum Eingang. Ihr verlasst diesen finsteren Unterschlupf und macht euch erschöpft wieder daran, den Weg nach Tost fortzusetzen. Wenige Stunden später erreicht ihr den Ort auch. So, damit wären wir in Tost. Welchen Tag haben wir? 7. Hesinde. Haben also noch genug Zeit, durchs Gebirge zu gehen? Gehen wir erstmal in den Lachssprung? Nein, ich wollte in eine Herberge. Das schaut doch gut aus. Wir würden gerne schlafen. Und zwar 3 Tage. Und wir würden gerne meditieren. Und zwar für 10. Leider kann sie sich nicht genug konzentrieren. Schade. Gut, kriegt sie wenigstens keinen Schaden. Und dann schlafen wir einfach mal. So, Gwendolyn voll. Gerugon voll. Tirik voll. Mürrim fast voll. Und jetzt kommt es bei Talana. Ja, 30% oder so. Nicht wirklich viel. Aber soll vorerst reichen. Dann Rosa war Heiler. Gibt es hier etwa keinen Tempel? Ach, das war die Stadt. Grummel. Guck nur ganz kurz hier, ob hier vielleicht irgendwo versteckt in so einem Hintergässchen irgendwo ein Tempel ist. Nö. Na gut. Also, was bleibt jetzt noch? Das Poter. Eigentlich würde ich aber ganz gerne vorher verkaufen. Und allgemein aussortieren. Aber aussortieren will ich auch erst, wenn wir verkauft haben. Denn jetzt haben wir zu wenig Platz und jeder ist überladen. Das bringt nichts. Hier gab es ein Laden, aber das war nur ein Krämer. Das bringt also nichts.
Das heißt, wir müssen wieder zum 10. Mal oder so durchs Gebirge. Nach Rübon, richtig. Gewaltmarsch. So, Kräuter jagen Jallen. 4 Stunden. Keine Kräuter. Schade. Ja, ihr habt alle eure letzte Ration gegessen. Myrum findet kein Wasser, kann aber was Essbares erlegen. Das klingt doch gut, hat aber nur einen. Die werden wahrscheinlich bei Gwendolyn gelandet sein. Nein. Bei Gerugon. Sie hat keinen Platz, um ihr Essen zu halten. Ja. Kann sie es denn wenigstens essen? Anscheinend. Auch wenn ich den Balken hier immer noch nicht wirklich zuordnen kann. Also hat er jetzt keinen Hunger oder ganz viel Hunger? Weil es ist dunkel. Aber Gwendolyn hat gerade was gegessen und es ist immer noch dunkel. Aber der war auch vorher ganz dunkel. Also, Na gut, verteil weiter das Essen. Du hast 2, du hast nix. Talan hat auch 2. Und Gwendolyn hat gerade gegessen. Ich hoffe einfach mal, dass sie bis zur nächsten Rast nicht verhungert, falls sie doch Hunger haben sollte. So, Wachen sollten wir auch noch aufstellen. Gerugon, Gwendolyn, Tirik. Und schlafen. So, natürlich weiterreisen. Wir gehen sofort zur Ruine. Und gehen wieder raus. Und sind in Rübon. In Rübon gab es gar nichts. Außer einen Tempel. Und das nehmen wir doch gleich mal in Anspruch. Hallo, Geweihter. Wir würden gerne speichern. LP 49. Und wir sehen uns gleich wieder.